Jetzt gerade in Genf war vor 2 Wochen war das letzte Abstimmungsmeeting zu diesem Vertrag und man ist kurz davor, dieses internationale Pandemieabkommen durchzusetzen, zu ratifizieren. Und das bedeutet, dass alle WHO-Mitgliedstaaten einen globalen Gesundheitsnachweis einführen werden unter dem Motto Global Health. Dieser Artikel, wir Corona-Versager, ist eindeutig zuzuordnen dieser Phase von Pseudo-Reue-Artikeln, die eben schon vorher geplant war. Das muss man sich mal bewusst machen. Das war auf 3 Jahre geplant, das ganze Ding, und am Ende sollten diese ganzen reuevollen Zugeständnisse kommen. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute darf ich gleich 2 Gäste hier zum Gespräch begrüßen. Zum einen zu meiner Rechten die freie Journalistin aus Berlin, Aya Velasquez, und zu meiner Linken den Autor und Musikproduzenten Tom Oliver Regenauer. Schön, dass ihr hier seid. Danke für die Einladung. Danke. Ja, vielleicht zunächst, wir sind per Du, wir kennen uns. Wir hatten zur Zeit der sogenannten Corona-Pandemie ein Interview, damals noch für Rubicon. Tom, wir hatten jetzt erst kürzlich ein Interview, auch für meinen Kanal, dann über die Twitter-Files. Und ja, heute wollen wir uns über die aktuellen politischen, globalen Geschehnisse unterhalten. Und vor allen Dingen wollen wir aber auch das Thema Social Engineering mal wirklich tiefergehend beleuchten. Deswegen sind wir hier heute auch zusammengekommen. Tom, wir hatten damals nach unserem Interview besprochen, dass wir eigentlich dieses Thema mal hier zu dritt wirklich tiefergehend beleuchten wollen. Und ich hatte jetzt im Vorhinein auch dazu ein bisschen recherchiert und dann auch gleich dein Social Engineering Archiv gefunden, das du ins Leben gerufen hast. Daraufhin habe ich dann selber mal gegoogelt, beziehungsweise über Presearch gegoogelt, wie ich das von dir gelernt habe. Und daraufhin ist mir dann die Seite vom Bundesamt für Informationssicherheit gleich ganz oben angezeigt worden. Und dort wurde ich dann gewarnt vor Phishing-Seiten. Dann habe ich ein bisschen weitergeschaut, dann bin ich auf andere Seiten gestoßen und dann ging es dann um Daten. Sicherheit. Aber wenn ich meine Definition von Social Engineering im Kopf habe, hatte das mit dem, was ich dort gefunden habe, doch recht wenig zu tun. Deswegen vielleicht zu Beginn auch für unsere Zuschauer, Aya, du hast das Social Engineering Archiv. Zum einen, was ist dein Anliegen mit diesem Archiv? Und zum anderen, was ist denn überhaupt Social Engineering? Also ich gehe zuerst mal auf dieses Phänomen ein, dem du auch begegnet bist, nämlich dass offensichtlich man versucht, diesen Begriff ein wenig zu verschleiern. Und zwar dadurch, dass es 2 Dimensionen gibt. Das eine ist das technische Social Engineering, das sich an den individuellen Nutzer richtet, tatsächlich Phishing, Enkeltricks. Mhm. Und da warnt natürlich das Bundesamt für IT-Sicherheit vor. Und wenn man nur in den Definitionen sich auf diese Dimension versteift, kann man natürlich den ganzen Bereich der Gesellschaftssteuerung, womit unsere Gesellschaft eigentlich jetzt maßgeblich regiert wird, verstecken. Deshalb findest du diese zweite Definition selten. Allerdings bei Wikipedia gibt es auch einen Artikel zum Social Engineering im gesellschaftlichen Sinne. Mhm. Aber ich denke, das hat durchaus Methode, dass eben so die ersten 10 Suchergebnisse gibt es auch mal bei YouTube ein. Da findest du auch nur hier vom Bundesamt, hier schützen sie sich vor so und so. Ne? Social Engineering ist also auf der gesellschaftspolitischen Ebene im Prinzip der Versuch, die Gesellschaft mithilfe von Meinungssteuerung top-down zu kontrollieren. Und wichtig dabei, sich zu merken, ist, dass es halt nicht nur darum geht, zu kontrollieren, was der Mainstream denkt, sondern auch, was die Opposition denkt. Das ist, glaube ich, was erstmal viele dann vielleicht zum zweiten Mal aus ihrer Traumwelt rauspurzeln lässt, wenn sie das dann mal begreifen, dass sie letztendlich sich nicht nur einmal verabschieden müssen von dem, was die Mehrheit denkt, nämlich in der gesellschaftlichen Mehrheit, sondern dass in der Opposition sie im Prinzip nochmal genauso gelenkt werden. Mhm. Und da das eine Form der Kriegsführung ist, um eben auch gesellschaftliche Gruppen voneinander zu isolieren und unanschlussfähig zu machen und vorauszusehen ist, dass wir die nächsten Jahrzehnte so regiert werden, habe ich dieses Archiv gegründet, im Prinzip als eine Art Counterintelligence-Maßnahme. Also stellt euch vor, die Gesellschaft wird geheimdienstlich gesteuert. Das ist eine Art Gegengeheimdienst. Mhm. Tom, du hast dich auch viel mit dem Thema beschäftigt. Du bist nicht nur Autor, du hast jetzt gerade kürzlich auch wieder
ein Buch veröffentlicht, Homo Demens. Du hast es mir auch netterweise hier mitgebracht. Ich werde mal dann die nächsten Tage und Wochen reinschauen. Du bist nicht nur Autor, sondern auch Managementberater. Wenn du einem deiner Klienten erklären müsstest, was Social Engineering ist, wie würdest du das machen? Das ist relativ einfach, weil in Konzernstrukturen ist Social Engineering gang und gäbe. Dort heißt es aber Change Management. Also im Prinzip die Veränderung im Konzern anstoßen, die man gerne von der Konzernspitze sehen würde. Ne? Also dann gibt es strategische Ziele, Roadmaps, Projekte, Programme zur Konzernentwicklung oder zur Umsatzsteigerung, zur Belegschaftsreduktion. Das sind ja meistens Dinge, die nicht unbedingt positiv sind für die Gesamtbelegschaft. In der Regel geht es um Kosteneinsparungen. Und um das Ganze aber im Konzern irgendwie positiv konnotiert zu transportieren, gibt es dann extra Teams, ja, diese Change Management Teams, die dann eben Einzelpersonen ausbilden, also Change Agents heißt das in der Methodik, die dann in den Teams, also in der Belegschaft im Prinzip dafür sorgen, dass Stimmung gemacht wird. Ne? Also man versucht von oben die Entscheidung positiv darzustellen, so wie jetzt eine Agenda 2030 sehr bunt und inklusiv daherkommt, also unterstützenswert. Ja? Die negativen Dinge lässt man so ein bisschen beiseite und man streut dann aber die Leute unten in der Belegschaft, die dann auch das Team motivieren, ja? Also die im Prinzip Leute animieren, an das zu glauben, was die Konzernspitze will, obwohl es zu ihrem Nachteil ist, offensichtlich, ja? Also weniger Lohn oder Arbeitsplatzverlust oder Verlagerung ins Ausland. Ja? Also das ist im Prinzip auch Social Engineering und deswegen sage ich das immer gerne, dass man, wenn man sich damit beschäftigen will, dass man auch im Konzern anfangen kann oder in den Geschäftsstrukturen großer Unternehmen, supranationaler Konzerne, weil dort das Gleiche läuft, ja, nur auf kleinerem Level, aber dadurch sehr viel anschaulicher, weil man eben, ich habe dann Kontakt in die entsprechenden Kreise, also in den Vorstand oder in die Managementstrukturen und sehe dann, was die wollen und was dann unten kommuniziert wird, ja, beziehungsweise was dann am Ende bei rauskommt. Und im Prinzip kann man das vergleichen, ist ein ziemlich analoges Vorgehen, ne? Also Stimmung machen für Dinge, die einem zum Nachteil gereichen, sodass man sie unterstützt und eigentlich sich selbst abschafft oft, ja? Im Falle von internationalen Konzernen. Ja, und jetzt haben wir ja die letzten 3 Jahre politisch, gesellschaftspolitisch eine Zeit erlebt, die wirklich eine, ja eigentlich schon eine Zeitenwende war, kann man so sagen, auch wenn der Begriff erst jetzt zum Ukraine-Krieg etabliert worden ist von Olaf Scholz. Du warst zu Beginn der Corona-Krise, warst du eigentlich noch sehr unkritisch, hast auch deine Masken gehäkelt, also hast da... Nein, nicht gehäkelt. ich hatte eine Schneiderei damals. Oder eine Schneiderei. Eine Hanfschneiderei. Und ja. Meine Mitarbeiterin hat dann gesagt, na Mensch, lass uns doch jetzt Masken nähen, da tun wir was Gutes. Und wir haben uns wirklich dumm und dusselig verkauft mit den Dingern. Genau. Und ich war ehrlich gesagt froh die ersten Monate, dass ich Öko-Hanfstoff auf meinem Gesicht hatte und nicht dieses ekelhafte Plastik. Richtig. Hat, glaube ich, einigen Leuten auch noch sehr gut gefallen, meine Masken. Die waren das kleinere Übel auf jeden Fall. Richtig, aber irgendwann muss dann bei dir ja der Punkt gekommen sein, wo du gemerkt hast, irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Ja. Wie würdest du denn jetzt auch rückblickend sagen, dass diese 3 Jahre, die wir erlebt haben und die wirklich ein Einschnitt waren für uns alle, inwiefern würdest du die mit Social Engineering zusammenbringen? Also wie siehst du da diesen Zusammenhang? Also im Prinzip, Politik wird die letzten Jahre über Social Engineering gestaltet. Das sind im Prinzip Meinungsmanipulations-Thinktanks, die Gesellschaft in der großen Masse in eine bestimmte Richtung lenken sollen. Da werden Narrative eingefädelt und so weiter. Es war halt vor 2020 nicht so auffällig. Und 2020, wo es dann wirklich jeden einzelnen Menschen betroffen hat, nicht mehr nur bestimmte Gruppen, die dann ausgegrenzt und vom guten Mainstream abgegrenzt wurden, sondern im Prinzip jeder Einzelne hatte ja darunter zu leiden. Und das komplette Corona-Regime war ein riesen Social-Engineering-Konstrukt. Wahrscheinlich das größte Projekt dieser Art, was jemals stattgefunden hat. Denn es wurde ja vorher geplant, es wurde die Reaktion der einzelnen Gruppen in der Gesellschaft vorausgeplant. Man hat sich damit auseinandergesetzt, wie ethnische Minorities reagieren werden, gerade in den USA ganz stark, ja, wo man irgendwie zum Beispiel bei Schwarzen auf, mit einer Impfablehnung gerechnet hat. Ja, und da gibt es eben Papiere aus dem Johns Hopkins Center for Health Security, wie das Sparse Paper, die sich drehbuchartig wirklich damit befasst haben im Vorhinein, welche Gruppen könnten eventuell dieser Agenda kritisch gegenüberstehen und wie fangen wir sie ein? Also wie arbeiten wir da? Ah, wir arbeiten vielleicht mit Rappern und die dann irgendwie auf Social Media da quasi Glaubwürdigkeit einhauchen, indem sie sagen, ah, wir haben doch ganz viele tolle schwarze Doktoren und die impfen euch dann. Und also man hat sich
die Ansprache überlegt, wie man alle gesellschaftlichen Gruppen ins Boot holt, vorher. Und das ist bewiesen. So, und man hat in allen Ländern mit Strategiepapieren gearbeitet, wie man die Menschen meinungstechnisch auf Linie bringt. Eben auch so Geschichten wie, dass jemand auch mal umkippt, der am Anfang sagt, nee, ich lasse mich nicht impfen und dann, oh, ich habe es mir anders überlegt. Mm-hmm. Ja, Tom, was waren denn bei dir so die Ereignisse, wo dir bewusst geworden ist, okay, hier haben wir es wirklich mit einem, wie Aya es gerade gesagt hat, mit einem größeren Projekt zu tun. Hier geht es um, naja, wir können es jetzt Social Engineering nennen. Du hast gesagt, in der Managementberatung wird man einfach sagen, das sind Change Management Prozesse. Also was waren bei dir Aspekte, wo du gesagt hast, okay, hier sind wirklich Veränderungsprozesse, die hier gerade stattfinden, mit denen ich als Bürger nicht d'accord bin? Also da gibt's natürlich, da könnte man stundenlang referieren, ja, also mal angefangen von dem wirklich schlimmsten aller Vorgänge, das ist die Ausgangssperre. Ja? Also dass man Instrumente wie eine, also der Lockdown an sich schon war ja schlimm, ne? Also dass man Geschäfte schließt, den Leuten im Prinzip das soziale Leben streicht, das war schon schlimm genug, ja? Aber dass man dann noch Ausgangssperren verhängt, also dass man ab 22 Uhr zu Hause bleiben muss, das fand ich dermaßen unglaublich, dass das durchsetzbar ist, dass die Leute sich daran halten und dass wenn ich dann, weil mir war das egal, ich bin dann trotzdem um 11 raus und wollte speziell gucken, wie viele Leute sind noch in der Stadt und es war tatsächlich in meiner, damals war ich gerade bei meinen Eltern in Süddeutschland und es war in dieser kleinen Stadt niemand anzutreffen, die Leute haben sich daran gehalten und ich war völlig baff, dass das funktioniert, dass sich erwachsene Menschen von der Regierung aufgrund eines sehr löchrigen Narrativs, ja, oder zumindest eines sehr hinterfragwürdigen Vorgangs, das verordnen lassen. Also da wurde mir klar, dass wir es nicht mit so einer Geschichte zu tun haben, wie vorher die Schweinegrippe, ja, das war ja auch dann, man hat mehrfach versucht, dieses Pandemie-Narrativ durchzuziehen, ja, oder so ein Pharma-Modell, ja, also dass man irgendwelche Dinge an den Mann bringen wollte, Pharmaprodukte aufgrund einer postulierten Notlage, das war ja nichts Neues. Aber dass man dann zu Maßnahmen greift, die derart einschneidend, also in deine persönlichen Freiheiten gehen. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal als Jugendlicher Hausarrest hatte, wegen irgendeinem Blödsinn. Mhm. Und da habe ich mich nicht dran gehalten. Mhm. Ja? Aber dass sich dann erwachsene Menschen einsperren lassen, tatsächlich, weil irgendein gewählter Repräsentant in Berlin das sagt und man an der freien Luft, also draußen an der frischen Luft, sicherlich nicht irgendwo nachts um 23 Uhr sich ein Virus einfängt. Also, dass man das geglaubt hat und ab dem Moment habe ich verstanden, dass wir es mit etwas Größerem zu tun haben. Ne? Also, dass die Leute dermaßen manipuliert wurden und derart in Angst versetzt, dass sie sogar das mitmachen. Ne? Damit hätte ich nicht gerechnet. Also, das waren Erlebnisse. Mm. Ja, und wenn wir jetzt in die Gegenwart blicken, ist es ja eigentlich, sind wir gerade an einem sehr interessanten Punkt. Gegenwärtig gibt es ja zahlreiche Leaks, die Lockdown-Files in Großbritannien, aber auch, das habe ich bei dir auf Twitter gesehen, es gibt ähnliche Files auch in Italien. Das geht hier bei uns so ein wenig unter und auch die deutschen Medien scheinen ihre Rolle kritisch zu hinterfragen. Im Spiegel kam jetzt gerade ein Artikel mit der Headline Wir Corona-Versager. Von einem Autor, der damals das medizinische Fachpersonal auch als Querdenker in Weiß bezeichnet hat. Der bezeichnet sein Medium jetzt als Corona-Versager. Ganz am Ende geht er auch mit dem Spiegel ins Gericht, nicht nur mit der Politik, sondern auch mit sich selbst. Also wie seht ihr diese Aufarbeitung, diese ganzen Lockdown-Files? Pfizer gibt es auch, die Pfizer-Files. Also wie seht ihr das? Wie würdet ihr das einordnen? Ja, also ich kann mal kurz was dazu sagen. Das ist auch im Prinzip, wenn wir beim Thema Social Engineering sind, natürlich ein Modell. Ja? Also man kann, wenn man sich am Leben erhalten will als Spiegel und jetzt eben nicht komplett seine Kredibilität verlieren, kann man natürlich jetzt hingehen und sagen, ja, das tut uns leid, wir haben da was falsch gemacht. Ja? Also da gibt es so ein schönes Bild, was da im Internet kursiert, ja, wo dann eine Hexenverbrennung stattfindet und dann stehen zwei Leute davor und sagen, ja, okay, sorry, Mistakes were made, also Fehler wurden gemacht, aber who cares. Ja. Ja, ja. Und das ist schon auch, denke ich, sehr offensichtlich einfach, dass da Bauernopfer gebracht werden. Ich nehme denen das einfach nicht ab. Ja. Also ich nehme es ihnen nicht ab, weil das waren 3 Jahre Propaganda, 3 Jahre wirklich Durchpeitschen eines Narrativs und mit einer
Umdeutung der Sprache und mit einer Umwertung von Werten, ja, im Duktus der Journalie, dass man jetzt nicht nach 3 Jahren sagen kann, ja du, das tut uns leid, das war ein bisschen over the top. Ja. Also es hat offensichtlich ja hunderttausenden Menschen die Gesundheit gekostet, jetzt eben auch, dass man dieses Pharmaprodukt durchdrücken wollte und diese Impfkampagnen, also das ist mir dann ein bisschen zu wenig und für mich ist das halt eben ein Feigenblatt, also das ist mal das eine und das andere eben, dazu kannst du mehr sagen, ist dann, dass es auch einfach ein Szenario ist, das man eben vorausgedacht hat, ja. Es ist in diesen Planspielen zu Pandemien und zu dem ganzen Vorgang war im Vorfeld schon angelegt, dass es auch so eine Nachphase gibt, ein Einrollen des Narrativs. Ja. Also man rollt erst was aus, ja, und dann später rollt man es wieder ein, um dann entsprechend das aussteuern zu können. Und dann, da kannst du mir zu sagen, gibt es eben dann eben genaue Anweisungen im Prinzip strategisch, wie man in der Gesellschaft wieder die Wellen glättet, ja, die Wogen glättet und das Ganze so ein bisschen auslaufen lässt. Und als Demokratiesimulation im Prinzip, genau, dass man Bauern zeigt, wir arbeiten doch auf. Seht ihr, das ist eine Demokratie. Hier geht manchmal was schief, aber am Ende werden die Schuldigen auch alle bestraft. Ja? Also es ist diese Pseudogerechtigkeit, die am Ende hergestellt wird. Und wovon er gerade sprach, das ist, was ich gerade schon genannt habe, im Sparse Pandemic Scenario Paper, das letzte Kapitel, Sparse Aftermath, beschreibt halt die Zeit nach der Pandemie und ja, die Narrativabwicklung, mehr oder weniger. Und da ist ganz klar geplant, dass Politiker Reue zeigen sollen, ein paar von ihnen sollen abgesetzt werden oder ja, sollen dann mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, steht da drin. Und man sucht also ganz klar die Sündenböcke. Und medial, diese Artikel, die jetzt erscheinen, immer so, das ist ja wie so eine Serie. Jens Spahn hat in Deutschland den Anfang gemacht mit Wir werden einander viel verzeihen müssen, wo ja schon die erste, sage ich mal, kognitive Dissonanz ein bisschen bei dem einen oder anderen aufmerksamen Beobachter auftauchte, weil das, was er getan hat, ja genau, das Buch dazu, also bei dem, was er getan hat, das sühnt man nicht damit, dass man dann noch einen Bestseller rausbringt am Ende und sagt, ich habe es alles nicht so gemeint. Und ähnlich wie bei dem Alexander Neubacher jetzt vom Spiegel, der mit seinem Artikel Wir Corona-Versager, was du eben meintest, dass er hat ja einen Impfzwang für medizinisches Pflegepersonal gefordert. Und das ist in meinen Augen ein Zivilisationsbruch. Also wenn du dich über die körperliche Unversehrtheit deiner Mitmenschen hinwegsetzt, dann kann ich darüber nicht leicht hinwegsehen, weil das ist nicht einfach mal so. Mhm. Und das heißt, dieser Artikel, wir Corona-Versager, ist eindeutig zuzuordnen dieser Phase von Pseudo-Reue-Artikeln, die eben schon vorher geplant war. Das muss man sich mal bewusst machen. Das war auf 3 Jahre geplant, das ganze Ding, und am Ende sollten diese ganzen reuevollen Zugeständnisse kommen. Ja. Und ich glaube nicht mal, dass da jemand ist, der so richtig Anweisungen gibt, sondern dass die das intuitiv erspüren, was sie gerade dürfen. Also ich glaube, worin Mainstream-Medienmacher besonders gut sind, ist aus dem Äther zu ziehen, bis wohin sie noch gehen dürfen und bis wohin nicht. Und die können gesellschaftliche Stimmung gut aufgreifen und merken, wenn gerade eine Hasswelle ist, wo es einen Überbietungswettbewerb darin gibt, wer am besten die Andersdenkenden fertig macht. Da haben sie sich ja auch alle gegenseitig überbieten wollen und haben also gespürt, das geht. Damit kommen wir jetzt gesellschaftlich durch. Und genau das Gleiche spüren die jetzt aber auch, dass nämlich jetzt Reuenarrative en vogue sind. Das heißt, ich glaube, da ist nicht mal jemand, der sagt so, jetzt die Phase, jetzt schreibt mal alle sowas, sondern das liegt in der Luft. Die spüren das, die wissen, das ist jetzt, was jetzt gewollt ist. Ja, das wächst so halbwegs organisch. Ne? Und dann die schönste Headline fand ich, das war auch einer, glaube ich, der erste Artikel war von The Atlantic, ja, amerikanische Publikation. Genau. We need a pandemic amnesty. Also sie wollten für eine Amnestie fordern für all die Leute, die dann in der Pandemie jetzt über die Stränge geschlagen sind und zu harte Maßnahmen veranlasst. Also eben, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, die wollen nicht eine Amnestie, sondern sie wollen Amnesie. Also dass man das vergisst und sich aufs Nächste konzentriert. Ja, und das ist echt fadenscheinig, also man sieht das. Ja, ja, und interessant wird es dann aber an dem Punkt, in dem man sich jetzt mit einem globalen Impfausweis, die Pläne sind ja auch, auch auf der Agenda, da stellt man sich dann so ein wenig die Frage, wie soll denn ein globaler Impfausweis eingeführt werden, wenn es gar keine neue Pandemie gibt? Oder glaubt ihr, dass jetzt zu einer neuen Pandemie kommt, während das jetzt gerade aufgearbeitet wird und gesagt wird, das war alles falsch, was wir gemacht haben?
Aber das wird ja nicht miteinander einhergehen, oder? Ja, das, ob das jetzt eine, also ich meine, was auf jeden Fall stattfindet, ist, dass die Leute keine, da keine, dem nicht mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja? Also für viele ist das jetzt vorbei, ja? Corona. Also es ist für die durch und dann passt man jetzt auch nicht mehr so genau auf, was macht denn die WHO oder was machen diese Organisationen. Und da kommt wieder ein Punkt des Social Engineering, die Dinge heißen auch anders. Also wenn ich im Internet nach Pandemievertrag suche, ja, was ja in den kritischen Medien immer kursiert oder in unserer sagen wir mal, kritischen Medienszene, dann findet man nur Faktenchecks und irgendwelche Artikel, die sagen, nein, also Pandemievertrag, das gibt's gar nicht, ja, und das wird auch keine Diktatur etc. Das heißt aber auch nicht so, ne? Es heißt, der Name dieses Vertrages ist ellenlang. Das heißt irgendwas mit Negotiating Paper, ja. Und auch die es heißt auch nicht die WHO, die das macht. Das ist das Intergovernmental Panel for Consideration of irgendwas. Also ich weiß schon nicht mehr auswendig. Ich habe letzte Woche drüber geschrieben. Aber das sind so lange Titel, dass man das gar nicht findet. Ja? Also da muss man speziell danach suchen. Die haben eine eigene Webseite, also eine WHO. Unterwebseite, die heißt dann aber IP irgendwas, ist nicht IPCC, aber sowas ähnliches. Ich muss nochmal gucken. Können wir ja verlinken. Aber man sieht es nicht, was passiert, und im Hintergrund laufen diese Verhandlungen. Wir hatten jetzt gerade in Genf, vor 2 Wochen war das letzte Abstimmungsmeeting zu diesem Vertrag, und man ist kurz davor, dieses internationale Pandemieabkommen durchzusetzen, zu ratifizieren. Und das bedeutet, dass alle WHO-Mitgliedstaaten einen globalen Gesundheitsnachweis einführen werden unter dem Motto Global Health. Und ob da noch eine andere Pandemie kommt oder nicht, ist egal. Wenn in Zukunft ich nach, keine Ahnung, USA will und habe nicht dieses Global Health Certificate, komme ich da wahrscheinlich nicht mehr hin, wenn ich nicht die Anforderungen erfülle. Und wenn das auf dem Smartphone ist, hat das ganz schnell auch noch andere Auswirkungen, weil dann zum Beispiel, wie bei so einem Social Credit System, vielleicht mein Banking, also mein Finanzanbieter mich blockiert, ja, weil ich dann eben nicht mehr den Vorgaben entspreche. Ja. Also da kann man sich ja schnell weiterdenken, wie so eine Spirale entsteht und wie sowas dann missbraucht wird für also Machtausübung und am Ende Kontrolle des Einzelnen und dessen individueller Reisefreiheit oder reine Lebensführung. Ne? Also kann man dann auch weiterdenken in dieses CO2-Thema rein und so, ja. wenn man dann irgendwann das Smartphone sagt, diese Woche haben sie schon zu viel CO2 verbraucht, dann geht der Tesla nicht mehr an oder ich kann im Supermarkt kein Fleisch mehr bezahlen an der Kasse, weil mein Budget ist voll. Also und die Leute passen da einfach nicht mehr drauf auf jetzt, weil jetzt ist man natürlich auf den Krieg fokussiert, der Klimawandel, dieses Thema kommt wieder mehr hoch und ist in den Medien präsenter, das Corona-Thema flacht so ab. Deswegen passt auch niemand auf, was da passiert. Dabei passiert da ganz viel in diesem Bereich One Health. Ja, die UNO und die WHO arbeiten mit Hochdruck an diesem One Health Approach und das ist nichts Gutes. Ja, und wenn wir vielleicht noch einmal einen Blick zurückwerfen auf die, du hast sie gerade angesprochen, die sogenannte, ich nenne sie jetzt einfach mal Reue-Agenda. Da gibt es ja in den USA auch ein sehr spannendes Projekt, nämlich das Project Veritas. Da erinnern wir uns auch an das geleakte Gespräch mit einem Pfizer-Mitarbeiter, das gerade auch in den Oppositionsmedien in Deutschland für sehr viel Furore gesorgt hat. Du hast dazu auf Twitter geschrieben, das fand ich ganz interessant. Wenn ich Pfizer wäre, hätte ich für diese Story bezahlt. Kannst du einmal erklären, wie du zu dieser Aussage kommst? Also ich nehme diese ganzen Leaks grundsätzlich nicht ernst. Project Veritas ist in USA so ein Trump-Mager aus dem Steve Bannon-Universum Aufklärungs-Think-Tank, ja, oder Medienproduktion. Und die ganze Theatralik der Situation, die machen das ja öfters. Und ich habe nur darauf gewartet, weil das ist ja immer so, die tun die ganzen Hoffnungen der Schwurbler auf diese eine Karte setzen. So, oh, jetzt fällt das Kartenhaus zusammen. Und dann kommt wieder die Enttäuschung. Da kannst du die Uhr danach stellen. Was ist 4 Wochen später passiert? Der Chef wurde abgesetzt, weil er sich wohl persönlich bereichert hat. Und das haben sie alles auch schön skandalisiert. Ja, Mensch, der hat sich da so Luxussachen gekauft und das ist hier irgendwie Veruntreuung von Geldern. Ich so, wie würde ich mich jetzt verarscht fühlen, wenn ich an diese Story jetzt geglaubt hätte und gedacht hätte, okay, jetzt gibt's Pfizer an den Kragen, jetzt haben wir hier irgendwie harte Evidenz. Und das andere, was er da erzählt hatte, war doch überhaupt gar nicht neu. Also es war doch überhaupt gar nichts Neues daran. Es wurde ja nur aufgepimpt mit irgendwelchen Posts zu Bombshell, you won't believe this und so weiter. Und dann immer diese Explosion und roten doppelten Ausrufezeichen dabei. Ich kenne dieses Muster schon. Ich warte einfach ab und trinke Tee und ignoriere das, weil ich kann die Uhr danach stellen, dass die sich nach 4 Wochen sowieso selbst in die Luft sprengen. So ist es mit diesen
Hopium-Honeypots, jetzt sage ich das Wort nochmal. Was ist ein Hopium-Honeypot, wenn ich meine? Hopium und Copium, das ist halt das, was ich vorhin angedeutet habe, mit, dass die Opposition auch kontrolliert wird, ist, dass man immer wieder der Opposition irgendwelche Hoffnungsfallen aufstellt. So, wo sie dann alle ihre Kräfte drauf fokussieren, nach dem Motto, jetzt haben wir hier irgendwie das Regime überführt und jetzt wird alles zusammenkrachen. Mhm. Da hatten wir etliche Beispiele die letzten Jahre. Und das Prinzip ist immer, diese Sachen, also erstmal zu poolen, dass da möglichst viele Leute sich dazu gesellen oder spenden oder sich dazu bekennen, auf jeden Fall das featuren. Also wir mit unserer Reichweite machen dann da quasi mit, indem wir Pfizer-Files halt oder hier diese Pfizer-Veritas-Geschichte teilen. Und wenn dann das Ganze in die Luft gesprengt wird, sind wir alle mit blamiert. Und das demoralisiert natürlich, ja. Ach Mensch, Mist, schon wieder nicht geklappt und so. Und das ist eine Methode der psychologischen Kriegsführung, um die Opposition konzertiert zu demoralisieren. Mhm. Und was auch immer wieder passiert, ist, dass dann einzelne Personen zur Ikone werden. Ne? Also der O'Keefe dann von Project Veritas hat natürlich jetzt, nachdem er da rausgeflogen ist oder rausging, ruckzuck ein neues Unternehmen gegründet und sammelt Gelder, ja, und bringt das an den Start. Das ist im Prinzip analog zu dem, was man ja auch bei den Twitter-Files sieht, dass die, also das machen ja dieser Matt Taibbi und diese Barry Weiss, und diese Barry Weiss hat zu dem Zeitpunkt, als die Twitter-Files losgingen, hat sie ein neues Medienunternehmen zeitnah gegründet, das jetzt aber schon 10 Mitarbeiter hat, Vollzeit in New York, irgendein Büro, glaube ich, und ohne jegliche Werbung einen riesen Haufen Follower generiert hat und Abonnenten, zahlende Abonnenten. Das ist eine Geldmaschine, und dadurch werden eben solche Matt Taibbis oder Barry Weiss oder dieser O'Keefe wieder zu einer Ikone, die man dann im Social Engineering einsetzen kann, weil er ist der subversive Star-Journalist, der es aufgedeckt hat. Ja? Er ist der Mann der Twitter-Files, er ist der Mann der Pfizer-Files. Und das zieht sich dann durch. Das sah man eben, das bringe ich immer gerne, die Analogie zu Edward Snowden. Die Snowden-Files wurden veröffentlicht von The Intercept. The Intercept wurde gegründet von eBay-Gründer Pierre Omidyar. 200 Millionen hat man da reingepumpt, um ein subversives oder ein staatskritisches Medienportal aufzubauen oder eine Mediengruppe. Am Ende gab es erstmal nur dieses eine Outlet, die Intercept, und die sollten die Snowden-Files veröffentlichen. Das haben die eine Weile gemacht, haben etwa 20% veröffentlicht, und dann wurde aus Kostengründen das ganze Ding eingestellt. Der Effekt ist, dass 80% der Snowden-Files sind in Privatbesitz, werden nie veröffentlicht, die ganz heißen Themen wahrscheinlich. Snowden ist weg, und wer ist Star-Journalist? Glenn Greenwald, der es damals gemacht hat, bis heute, und der gilt als subversiv, als ja, staatskritisch, als Investigativjournalist und Ikone auf diesem Gebiet. Dabei ist nichts passiert. Ich meine, selbst die Snowden-Files, die rauskamen, waren schon in gewisser Weise offenbarend, ne? Aber man möchte halt auch gerne wissen, was in den 80%, die nicht veröffentlicht wurden, drinsteht. Und die werden wahrscheinlich nie rauskommen, weil jetzt sind sie in Privatbesitz. So wie bei Twitter die Files im Privatbesitz von Twitter sind, also unter Elon Musk. Und wenn wir dann nur Screenshots kriegen, statt den großen Data-Dump, also die Gesamtmenge der Daten als Datenbank, die ich mir selbst als Journalist durchforsten kann, dann ist das für mich einfach kein Leak, dann ist es nichts. Ja, das ist dann kuratierter, das ist Aufmerksamkeitsökonomie und Empörungsmanagement. Es gibt jetzt den nächsten spannenden Leak, gerade in den USA. Wir erinnern uns, es gab nicht nur in Deutschland den Sturm auf den Reichstag, über den wir auch noch zu sprechen kommen. Da hast du eine spannende investigative Recherche zu veröffentlicht, sondern in den USA. Wir erinnern uns auch auf das auf den Sturm aufs Kapitol. Da gibt es jetzt ganz aktuell Leaks von Fox News. Mehrere hundert Stunden Material wurde denen wohl zugespielt. Einzelne Sequenzen wurden auch schon veröffentlicht, dann immer in Moderation von Tucker Carlson. Die bestätigen im Grunde genommen, dass das Ganze eine Inszenierung war. Also vielleicht nochmal, was sagt ihr zu den nächsten Leaks? Ich muss euch leider nochmal mit konfrontieren. Warum leider? Naja, weil im Grunde genommen hast du ja gerade schon erklärt, wie das immer verläuft und dass du den Leaks sehr, sehr skeptisch gegenüberstehst. Von daher. Aber das war real. Also ich meine, man könnte jetzt behaupten, diese Videoaufnahmen sind noch alle irgendwie gefälscht. Ich meine, jetzt im Zeitalter des Deepfake wäre das ja theoretisch alles möglich. Ich glaube es allerdings deshalb nicht, weil die Videos, die vorher öffentlich waren, das schon angedeutet haben, was dann jetzt in diesen Videos auch noch deutlicher zu sehen ist, nämlich, dass die Polizei des Kapitols da im Prinzip ganz tiefenentspannt bei der Sache ist. Also als der Jacob Chansley da im Prinzip da ans Mikro geht und irgendwie quasi Präsident. Kannst du mal erklären, wer das ist?
Ah, das Jacob Chansley ist der Buffalo Man, der also Buffalo, quasi der mit den Hörnern. Ikone des Kapitolsturms geworden ist, weil er eben sich gut machte für die Mediendarstellung. Ganz unauffällig, ja. Ja, genau. Und der ist ja, glaube ich, mit der größten Haftstrafe rausgegangen. 4 Jahre hat der, glaube ich, bekommen, sitzt jetzt immer noch. Und als er da quasi seine Show gemacht hat im Senatssaal, als er dann da irgendwie sich vorhin hingestellt hat mit einem Megafon, die Kapitolspolizei saß da am Boden, die waren chillig. Und ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass sie die hier einfach machen lassen. Deshalb, das war mir in den vorher bekannten Aufnahmen schon klar, dass das was anderes ist. Es gab ja vorher schon die Aufnahmen, wo die auch reingelassen wurden an der Tür. Das heißt, diese Aufnahmen, die jetzt rauskommen, passen einfach nur ins Bild. Also das, was du schon erahnen konntest, was da eigentlich gelaufen ist. Und das Ding ist, ich habe ja eigentlich noch nie was von Fox News geteilt, aber dann, als ich jetzt das Ding geteilt habe, sind mir noch ein paar linke Follower abgesprungen und nach dem Motto, wie könnte ich denn alles, was Tucker Carlson sagt, ist gelogen und man teilt nichts von Fox News. Da dachte ich mir wirklich, trauen die Leute denn ihren eigenen Augen nicht mehr? Also was es ausdrückt letztendlich, diese Aufnahmen, wie der Jacob Chansley dort durchs Gebäude geleitet, eskortiert wird praktisch, zeigt ja, dass dort gerade im Prinzip ein Filmdreh stattfindet, um bestimmte Bilder zu produzieren. Ansonsten, der war da alleine und war da teilweise mit 9 Polizeibeamten, die hätten den einfach mal festnehmen können. Also diese Aufnahmen, dass der da eskortiert wird von A nach B im Gebäude, die hätte es gar nicht geben dürfen. So, damit ist die Nummer eigentlich entlarvt. Und das Faszinierende finde ich halt jetzt, dass die Leute nicht mehr in der Lage sind, ihren eigenen Augen zu trauen. Sie sind eher bereit, diese Story komplett wegzuschieben, weil Fox News ist halt böse. Ich bin auch in keinster Weise ein Fan von Fox News. Aber in dem Moment muss ich doch mal anerkennen, Moment, hier ist was anderes gelaufen. Ja, weil ansonsten wäre der Typ verhaftet worden und es hätte keine Eskorten durchs Gebäude gegeben. Was glaubst du, wann kommen die Sturm auf den Reichstag-Leaks in Deutschland? Also du hast ja da schon aufgedeckt mit deiner Recherche, das kann man glaube ich so sagen. Nur leider schreibst du nicht für Spiegel Online oder Zeit, sondern nur auf deinem eigenen Substack. Also wie kannst du auch nochmal das, was damals geschehen ist, in Verbindung bringen mit dem Sturm aufs Kapitol? Welche Analogien gab es da? Also es ist im Prinzip seit 2020 genutzt worden, dieser Topos, sage ich, Parlamentssturm. Hat ja gewisse historische Anlehnung, ne? Sturm auf die Bastille, Sturm auf den Winterpalast, man kennt es. Aber dass das ab 2020 gezielt eingesetzt wurde, um dieses Narrativ der gefährlichen, bösen, staatsfeindlichen, demokratieablehnenden neuen globalen Rechten zu zementieren. Also das ist in allen Ländern, wo das jetzt stattfand in letzter Zeit, immer auf die böse Rechte, die eben unsere Demokratie ablehnen, geschoben worden. Und ich selber bin links, also ich habe da keine besonderen Sympathien jetzt mit der Rechten, aber ich sehe natürlich Social Engineering technisch, was da passiert. Denn es hat sich ja jetzt nochmal wiederholt bei diesem brasilianischen Parlamentssturm, dass dann unsere Papageien-Influencer auch sofort mit den gleichen Sprechblasen um die Ecke kamen. Ne? Von wegen, ja, die neue globale Rechte ist wirklich ein Problem und die lehnen unsere Demokratie ab. Hat man dann nur gesehen, dass sie dort auch ins Gebäude reingelassen wurden und dann war auch nach 1-2 Stunden schon wieder alles vorbei. Und was macht jetzt Lula? Lula macht wahrscheinlich Impfpflicht in Stein gemeißelt für alle Bürger des Landes. Die Schulkinder können keine Schulen mehr besuchen ohne Covid-19-Impfung. Der Typ ist umstritten, weil der saß im Knast und zwar zu Recht wegen Korruption. Der kam jetzt an die Macht und es war sehr auf der Kippe. Seit Wochen gibt es dort Demonstrationen gegen ihn. Nur die hat man halt schlecht wegcanceln können. Wenn die Leute demonstrieren, demonstrieren sie halt. Aber jetzt hatte man ein sichtbares Symbol, um wirklich, genau wie bei Trump damals, zu zeigen, der Typ ist ja nicht mal demokratiefähig. Seine Anhänger sind ja nicht mal demokratiefähig. Also, wem hat es genutzt? Lula natürlich. Das war jetzt eine Machtstärkung von Lula, der momentan in Brasilien keinen starken Stand hatte. Und wie gesagt, ich bin kein Fan von Bolsonaro. Ich halte den auch für einen Indigenenmörder, ganz klar. Tom, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass es auch bei euch in der Schweiz mal ein
vergleichbaren Sturm auf den Reichstag gab. Wie ist das abgelaufen? Ja, da gibt es ja das Bundeshaus in Bern und das ist im Prinzip in der Schweiz ein sehr offenes Gebäude. Da ist also nicht wie bei hier in Berlin jetzt, da sind noch relativ viele Sicherheitszäune und Polizei. In der Schweiz ist es eigentlich relativ offen. Da spielen Kinder davor im Sommer, da ist ein Springbrunnen. Das ist ein offenes Haus, man kann da eigentlich rein, es gibt da auch eigentlich keine Polizeipräsenz. Ja. Und, aber natürlich gibt es auch eine maßnahmenkritische Bewegung in der Schweiz und die kann man aber schlecht framen. Also es ist einfach, die waren von vornherein für Verständigung, das heißt maßvoll zum Beispiel gibt es da oder Freunde der Verfassung. Das sind alles Leute, die sich wirklich für Schweizer Werte engagieren. Also es fällt schwer, denen irgendwas Nationalistisches Andreas Glaner war da letzte Woche auf der Demo. Gut, ja, also es gibt Einzelpersonen natürlich, aber insgesamt die Bewegung hat sich immer präsentiert als sehr offen, ja, und für alle Spektren, das war zumindest mal die Ansage, ja. Und wie gesagt, das Drehbuch ist deswegen augenscheinlich auffällig, weil eben vor diesem Bundeshaus zu einem einzigen Termin plötzlich Zäune aufgestellt wurden. Das war der Termin, an dem die bis dato größte Demonstration dort angekündigt war, gegen eben das Covid-Gesetz oder gegen die Corona-Maßnahmen. Und natürlich, wenn dann die größte Demonstration da stattfindet und da sind diverse tausend Leute auf diesem Platz und es steht plötzlich ein Zaun da, ist es nicht vermeidbar, dass da an dem Zaun, ja, also sich, dass es eng wird, dass da Leute randrängeln. Und dann hat man natürlich auch gesehen, dass dann da Medienvertreter waren, ja, die im richtigen Moment, als da so ein bisschen an dem Zaun gerüttelt wurde, dann die Fotos gemacht haben. Und dann kam eine ähnliche Story, da hat dann der Berner Polizeichef dann ein entsprechendes Statement noch abgegeben, ja, hier, dass das eben diese radikalen Kräfte haben versucht, das Bundeshaus zu stürmen, ja, also, aber da war so wenig dran, dass man es auch wirklich schlecht als Story verpacken konnte, trotzdem war es so in den Medien, also Sturm auf das Bundeshaus von eben dieser radikalen, nationalistisch orientierten Maßnahmengegnerfraktion, also man hat dieses Drehbuch dann eben da auch versucht anzuwenden, aber es hat halt nicht wirklich gut gefruchtet, weil zum einen ist da nichts Gewalttätiges passiert, es wurde auch niemand erschossen, wie in Amerika, ne, wo man auch bei dieser Schussszene im Gebäude relativ deutlich sieht, dass das auch keinen Anlass gab zu schießen. Also da steht eine Dame an der Tür, da wird auch ein bisschen gedrängelt und gerüttelt und dieser Sicherheitsmensch kommt raus, guckt aus der Tür, zieht seine Glock raus, seine Pistole und schießt im Prinzip relativ unvermittelt auf die Person. Ne? Also so Zeug gab es in der Schweiz natürlich nicht, ja? Aber trotzdem hat man versucht, dieses Narrativ ähnlich darzustellen. Also irgendwelche radikalen Rechten, Nationalisten versuchen da die Regierung zu stürzen oder das Haus zu stürmen, das Hohe Haus. Ja. Und also wirkt in der Schweiz besonders grotesk, weil es eigentlich so ein friedliches, wenig Polizeipräsenz und so ein nettes Umfeld da hat am Bundeshaus eigentlich auch. Und interessant ist dabei ja dann, wenn ihr das so erzählt, in Brasilien die Bolsonaro-Anhänger, in den USA die Trump-Anhänger, in der Schweiz die Reichsbürger, hier bei uns die Reichsbürger, in Österreich gibt es sicherlich auch den einen oder anderen. Es gibt ja noch mehr Parlamentsstürme. Er hat mich mit seinem Schweiz-Sturm da erstmal darauf aufmerksam gemacht in meiner Recherche. Bin ich dankbar, dass es das noch in anderen Ländern gab. Da habe ich weiter recherchiert. Es gab ja ab 2020 in mehreren Ländern Covid-bezogene Parlamentsstürme und es waren immer die Rechten. Ja? Das heißt, man hat dieses Muster, dieses Skript einfach in verschiedenen Ländern ausprobiert. Es ging erst los mit dem Kapitol in Michigan. Als nächstes kam, ich glaube, Sturm auf dem Reichstag war schon der zweite. Dann gab es, es kam noch einer in Serbien, dann kam Berlin, dann war Schweiz, dann war Österreich, dann war Bulgarien und wo hatten sie noch einen, also noch irgendwo Ostblock, genau, Rumänien gab es einen und am Ende Australien. Also die haben das wirklich franchise-mäßig. Die globale Rechte. Das ist unser. Und was ich da Social Engineering technisch als Sinn dahinter sehe, ist natürlich diese Policies, die uns jetzt als Pseudo-Links eingefädelt werden sollen. Also hier alles Biden, Green New Deal, Agenda 21, Agenda 2030. Das ist ja alles nicht wirklich links, das ist totalitär. Aber wenn die Alternative dazu erstmal gepoolt wird, also das ist ein Haufen, wenn ihr eine Alternative dazu wollt, dann landet ihr sowieso nur bei den Rechten. Bei denen könnt ihr aber nicht landen, weil die sind böse, die stürmen die Parlamente, die sind nicht demokratiefähig. Dann wirkt natürlich das kleinere Übel, ja, und die eigentlich totalitären Policies, die da geplant sind, auf einmal total links. Weil die stürmen ja keine Parlamente. Und das ist ein Fake-Narrativ, denn
Gerade von Seiten von Klimaaktivisten werden ganz oft Parlamente symbolisch vereinnahmt. Es gab ja auch zum Beispiel im Bundestag eine Klimaparlamentsbesetzung, wo die sich dann alle totgestellt haben. Ich persönlich finde das alles total in Ordnung. Ich finde nur, man sollte mit gleichem Maß messen. Ich finde sehr wohl, dass in Ausnahmefällen Parlamente auch für diese Form des Protests herhalten können. Vor kurzem hat jemand im Paul-Löbe-Haus, ein Klimaaktivist, die Alarmanlage getätigt, was er ja nicht darf. Und da gab es jetzt keinen Aufschrei von wegen hier antidemokratisch und wie kann er sowas machen in einem Regierungsgebäude. Also ich nehme sehr stark wahr, dass da mit ungleichem Maß gemessen wird. Und dieses Narrativ, nur Rechte stürmen Parlamente, I'm sorry, das kann sich die Bundesregierung einfach mal gleich abschminken. Ich kann einen Parlamentssturm zitieren aus, deutsche Kolonie, genau, der erste Völkermord an den Herero und Nama, Namibia. Mhm. Da sind ja bis heute Reparationszahlungen offen. Und es gab dort einen Parlamentssturm der Herero und Nama, weil die Reparationszahlungen der Deutschen für den von ihnen begangenen Genozid einfach zu gering ausgefallen sind. Okay, sind das jetzt eure rechten Verschwörungsleugner oder was, ja? Die Herero und Nama. Also das Narrativ funktioniert nicht, aber sie versuchen es halt. Ja, und die Frage, die ich mir immer stelle, ist nach dem cui bono. Also wer hat ein Interesse daran, wer profitiert davon? Wie würdest du diese Frage in Bezug auf diese Bewegung stellen? Ja, also ich denke, dass eben dieses Polarisierungsdialektik, nenne ich das immer, das ist einfach, man versucht, die Gesellschaft in immer kleinere Gruppen zu spalten. Also zum einen, ich war viel in Amerika, habe viel da gearbeitet. Und vor Trump gab es da eben Demokraten gegen Republikaner. Das war, sagen wir mal, nicht eine Feindschaft, aber es war der politische Gegner. Aber man hat diskutiert, ja, noch vernünftig. Nach Trump sind die Leute aggressiv aufeinander los, weil das hat wirklich einen Keil in der Mitte der Gesellschaft durch das Land getrieben. Und seither gibt es eben Pro-Trump und Anti-Trump. Ja. Und alles, was nicht Biden jetzt in dem Fall ist, ja, oder auf der Demokratenseite, das sind diese radikalen MAGA-Leute. Ja. Und man versucht damit MAGA, eigentlich... MAGA, Make America Great Again. Make America, ja genau, das versuchen die dann so. Jetzt wird schon in Amerika fast versucht, das als Terrororganisation zu framen. Also die letzte Biden-Rede, die er da hatte, ja, da mit links und rechts rote Säulen angeleuchtet, das sah alles sehr dämonisch aus. Ja, und dann spricht er da über das MAGA-Movement. Und so es kam so eine Filminszenierung. Und im Prinzip heißt es aber dort, wenn du nicht für die Demokraten bist, bist du bei den Radikalen. Ja? Und das ist aber 50% des Landes. Also das ist nicht irgendwie eine kleine Gruppe, da, weil die haben nur zwei große Parteien. Ne? Aber bei uns sieht man das ja auch dann eben, dass egal ob man jetzt bei einer AfD ist oder bei dem Verein oder ob man pro Elon Musk ist und den gut findet oder dagegen, man versucht immer weitere Spaltpilze in die Gesellschaft zu treiben. Ja? Das ist dann die Wokeness, ja, mit eben diese ganze Transgender-Geschichte, dann ist es das Klimanarrativ, dann ist es Corona, ne, hatten wir. Also je mehr du solche Themen in einer Gesellschaft implementierst, desto mehr erzeugst du ja so Echokammern. Und aus diesen Echokammern, sage ich mal, werden Angstblasen, weil du die Leute ja mit Angst kontrollierst. Einmal Angst vor dem Weltuntergang, beim Klimawandel, Angst vor Nichtanerkennung der Sexualität bei diesem ganzen Transgender-Zeug, dann Angst vor eben Rechten, Linken, wie auch immer. Ja. Und je mehr dieser kleinen Echokammern entstehen, desto mehr Angsträume du hast, desto einfacher natürlich als Regierender oder als Herrschender, das war im Mittelalter nicht anders, desto einfacher hast du das Volk unter Kontrolle. Weil wenn die miteinander beschäftigt sind und sich die Köpfe einschlagen, lassen die dich in Ruhe. Das ist im Prinzip dieses ganz alte Modell aus dem Mittelalter. Nur war es dort nicht so gut durchführbar, weil man halt keine neuen Medien hatte und nicht so eine Präsenz, ja, dass man die Leute 24 Stunden am Tag mit Informationen berieseln und manipulieren kann. Ja. Heute funktioniert das natürlich grandios. Ich kann immer kleinere Zellen bilden in der Gesellschaft. Das heißt, die ist immer mehr mit sich beschäftigt, anstatt sich um die eigentlichen Sachthemen zu kümmern, kloppt man sich halt über irgendwelche Identitätsfragen oder Emotionalitäten. Ne? Ja. Und noch, ich wollte was ergänzen dazu, und zwar neben dem Spalten und Fragmentieren in immer kleinere Cluster und Echokammern ist es natürlich auch ein Pooling, also wieder so einen Deckel drüber machen, weil im weitesten Sinne ist es so, wenn man von außen drauf schaut und jetzt sich dem woken Mainstream zugehörig fühlt, dann würde man ja auch sagen, so eine Person wie ich gehört schon zu diesen Reichstagsstürmern. Ja? Und genauso in den USA ist es ja auch so, quasi da gab es jetzt mal diesen Parlamentssturm, wie auch immer der zustande gekommen ist, aber sozusagen jeder, der eine abweichende Meinung des Mainstreams vertritt, der ist dann potenziell damit schon geframed. Also weil es gibt nur, also es ist nicht nur dieses immer kleinere Fragmentierung, sondern im Social Engineering am liebsten ist ihnen auch die große Spaltung zwischen das sind die Guten, das sind die Bösen. Und wenn man ein paar Events geschaffen hat bei den Bösen, quasi die unverzeihlich sind, dann
dann kann man natürlich immer schön die, also Assoziationsketten herstellen. Also es ist nicht nur dieses Zerfallen, sondern das, was abgesondert wird vom Mainstream, was da nicht mehr dazugehören soll, das soll auch schön wie in so einer Soße alles miteinander in so einer Assoziationskette zusammenhängen. Hm. Ja, also jetzt zum Beispiel, wenn ich die Sachen teile von Fox News, diese Videos, wie der Hörnermann da durchgeführt wird, ich betrachte das ja alles aus einer Metaperspektive, weil mich Social Engineering interessiert. Aber nur die Tatsache, dass ich dieses Fox-Video geteilt habe und gesagt, okay, hier ist Scheiße erzählt worden, macht mich ja schon zu einem Teil davon. Also ja, es wird ein großer Regenschirm drüber gespannt. Am liebsten wollen die einfach, dass wir uns mit allen Hardcore-Nazis, die da draußen rumrennen, irgendwie assoziieren. Das wäre ihnen am allerliebsten. Ja, dass man da überall Verbindungen konstruieren kann. Ach, die kennt noch den Reichsbürger und den. Und eigentlich, die kennen sich ja alle. Das sind alles die Bösen und die gehören auch alle zusammen. Und es ist auch Beschäftigungstherapie, ne? Weil es gibt, die meisten Leute kennen den Begriff Plattformökonomie. Eben in der Marktkonsolidierung nach oben, dass du jetzt halt ein paar große Plattformen hast, die den Social-Media-Bereich oder irgendwelche anderen Geschäftsmodelle kontrollieren. Amazon. Aber es ist halt hauptsächlich eine Aufmerksamkeitsökonomie. Wir sollen uns mit Dingen beschäftigen, die irrelevant sind. Also eben mit diesen Streits von Blasen untereinander. Ja? Deswegen wird ja dann auch in, sagen wir mal, diesem oppositionellen Widerstandsgrüppchen, was schon geframed ist, wird dann nochmal geframed und gespalten, sodass auch noch die Leute aufeinander losgehen. Eben, sagen wir, in den freien Medien sich dann auch noch die Leute anfangen, über relativ irrelevante Sachverhalte zu streiten, die eigentlich mehr aus einer Emotionalität kommen, als dass sie wirklich Sachthemen sind. Ja? Das merkt man ja, wenn man diese Kriegsdiskussion anguckt, dann ist man entweder pro Putin oder pro NATO oder kontra, wenn man dann eine differenzierte Position einnimmt. Das ist schon fast gar nicht mehr möglich. Ne? Also das sieht man am Beispiel Ganser, der aus meiner Sicht eine relativ differenzierte Darstellung liefert. Ja? Der mag dann NATO-kritisch sein. Ne? Ich mache mich mit nichts gemein, ich höre mir das halt an. Aber wenn ich dann die Reaktion der Mainstream-Medien auf einen Ganser sehe, dann ist also nicht mal mehr eine differenzierte wissenschaftliche oder historische Darstellung einzelner Themen möglich, weil selbst in den kritischen Medien dann schon schlecht drauf reagiert wird oder dort verschiedene Meinungen entstehen. Also es ist Beschäftigungstherapie, damit unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unsere Energie verschwendet wird auf Dinge, die eigentlich keine Relevanz haben, während wir uns parallel um viel Wichtigeres kümmern sollten, nämlich dezentrale Organisationsformen oder wie kommen wir aus dem Schlamassel raus und wie lösen wir die eigentlichen Sachthemen auf. Ja, und da gibt es, ich glaube, Rainer Mausfeld hat das in seinem Buch Warum Schweigen Dilemma auch ganz gut beschrieben. Ich glaube, er sprach da von Demokratiemanagement, so hat er das genannt. Und im Grunde genommen hat das auch schon in den 20er, 30er Jahren ein Edward Bernays oder ein Walter Lippmann auch schon sehr, sehr treffend ausgeführt. Aber du sprachst jetzt gerade davon, dass das im Grunde genommen alles Beschäftigungstherapie ist, das dazu dient, dass wir uns über ein Thema unterhalten, was aber von dem wirklich wichtigen Thema oder die wirklich relevanten Themen ablenkt. Jetzt gibt es ein Thema, zu dem du auch sehr, sehr viel recherchiert hast, nämlich Twitter, die Twitter-Files und Elon Musk. Man hatte ja den Eindruck, hatte ich auch, als Elon Musk dann Twitter übernommen habe, war ich erstmal voller Euphorie und habe gedacht, da kommt er, ist jetzt quasi mein Held der Meinungsfreiheit. Das muss ich auch ganz kritisch eingestehen. Das hatte ich zu Beginn auch so ein wenig gedacht. Wobei man da sich auch nochmal vor Augen führen muss, das ist einfach, es gibt russische Oligarchen und es gibt amerikanische Oligarchen. Also wie siehst du da diese Beschäftigungstherapie, die jetzt gerade auch gerade hier in den Oppositionsmedien mit Twitter und Elon Musk geschieht? Ich meine, ich glaube, die Mechanik hatten wir schon angesprochen, eben was ich vorhin gesagt habe, dass da so Ikonen gebildet werden, ne? Dass man einzelne Personen wie diesen O'Keefe von Veritas oder so dann versucht jetzt wieder aufzubauen, also ein Greenwald und Matt Taibbi. Und ich glaube, dass das bei Musk das Gleiche ist. Ja? Also der war das Darling der Linken mit seinen Teslas etc., umweltfreundlich, alles super, wir erforschen den Mars mit SpaceX und jetzt ist er plötzlich rechts und böse, weil er die Meinungsfreiheit fördern will. Ne? Also das ist schon mal ein Image-Design, da habe ich einen langen Artikel drüber geschrieben, ist sehr augenfällig, dass das irgendwas irgendwie faul ist. Ja? Zumal, wenn man dann die Fakten anguckt, also Meinungsfreiheit heißt, wenn etwas nicht justiziabel ist, kann man es sagen. Da gibt es eigentlich nur 0-1 schwarz-weiß. Ja? Und solange auf Twitter immer noch Accounts gesperrt sind und einzelne Leute gecancelt, dann ist es halt nicht Meinungsfreiheit. Dann kann man sagen, ist Hausrecht, okay, ne, dann kann er machen. Aber dann ist es halt nicht der Messias des Libertarismus, wie er sich gerne darstellt. Ja?
und wovon uns das. Aber was ich eigentlich viel wichtiger finde, ist, dass man sich eben nicht auf diese Story Musk zum Beispiel konzentriert. Oder ein analoges Beispiel war auch Pavel Durov von Telegram, wo das ähnlich lief. Ja, der hatte das größte Netzwerk in Russland gegründet, ist dann weg und jetzt gilt das ja auch als so ein subversiver, meinungsfreier Messenger, Telegram. Das sind so eigentlich so Ikonenbildungen, dass man dann so Pools findet und die Leute dahin bringt. Aber wovon uns das eigentlich abhält, ist, dass wir ein normales Leben führen. Also ein normales, analoges Leben besteht nicht daraus, dass ich morgens aufstehe und mein Handy anmache und mich dann emotional fertig machen lasse von der Gegenblase oder von der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird, weil schon wieder Skandal X und Person Y, das hält uns ja eigentlich primär davon ab, dass wir ein normales Leben führen sollten. Also die Leute sind, und das nimmt zu, ne? Also Depressionen, Angststörungen, der Gesundheitszustand mental verschlechtert sich global in einem Ausmaß, wie man das nie gesehen hat in der Zivilisationsgeschichte. Und das liegt nicht nur daran, dass seit 2007 das Smartphone eingeführt wurde und die Leute damit sich wie Zombies beschäftigen mittlerweile und teilweise das Denken so weit ausgelagert haben, dass sie ohne das Ding nicht mehr zurande kommen oder sich in der Stadt orientieren können. Es hält uns auch schlicht und einfach davon ab, dass wir unsere 12, 16 Stunden, die wir wach sind am Tag, mit was Vernünftigem verbringen, mit was Produktivem, mit unseren Freunden, mit den Dingen, die mich eigentlich interessieren, damit eine Sprache zu lernen oder ein Instrument. Das Lesen nimmt ab. In Amerika, die Raten von Menschen, die dann noch Bücher lesen, sind unglaublich gering. Da sind Bücher Dekorationen, da kaufen sich Leute dann für die Villa eine Bücherwand, ja? Und haben nicht ein Buch in der Hand gehabt, dafür läuft in jedem Zimmer ein Fernseher. Also das hält uns eigentlich vor allem davon ab, dass wir ein normales Leben führen. Deswegen muss man das aktiv also verstehen und durchdringen. Ja. Deswegen ist das Social Engineering auch so wichtig, weil das hat auch mit diesem ganzen Digitalisierungskomplex zu tun und mit der Technokratie, die dahinter steckt auch. Weil ansonsten hält man uns einfach davon ab, Mensch zu sein im Großen und Ganzen. Und wir beschäftigen uns mit Maschinen und Bildschirmen und führen ein völlig leeres Leben, eine Hülle von Leben, eine Illusion. Mhm. Wie siehst du das, Aya? Du bist auch auf Twitter aktiv, hast auch einen eigenen Telegram-Channel. Hast du noch die Zeit und die Muße, ein Buch zu lesen oder ist deine Aufmerksamkeitsspanne auch bei so vielen da draußen mittlerweile so gering? Ich lese Bücher und ich lese ganze Artikel und ich lese sehr viel jeden Tag. Natürlich sehe ich die Problematik bei mir, dass ich nun mal berufsbedingt, weil ich jetzt hauptsächlich Informationen verarbeite, da natürlich sehr anfällig bin, viel zu lange Bildschirmzeit zu haben. Mein Rechner warnt mich auch regelmäßig. Aber ich sage mal so, ein paar von uns müssen das vielleicht in diesen Zeiten auch machen. Gut, kann man jetzt immer sagen, eine Entschuldigung. Aber was ich gemerkt habe, ist, wenn ich das jetzt nicht machen müsste, weil ich ständig irgendwas publiziere, diese Angst, die uns in den letzten 3 Jahren auch getrieben hat, also ich kann von mir sprechen, ganz klar Überlebensangst, die einen dazu gebracht hat, sich so viele Informationen zuzuführen. Und das kann zum Selbstzweck werden und auch zur Sucht. So. Und das kann man, ich glaube, es ist jetzt eine ganz kritische Phase, in der man das für sich einmal lifestyle-technisch klarkriegen muss, wie man seine Tage so verbringt. Ja? weil das ist jetzt was für die Zukunft, das geht ja nicht mehr weg. Ja? Also diese Informationsüberschwemmung, die uns völlig orientierungslos dahinter lassen soll, das ist ja ab jetzt Programm. Und ich glaube, es ist essentiell für die eigene psychische Gesundheit ein gesundes Maß zu finden. Das kann jeder jetzt nur so für sich selbst lösen. Ich kann sagen, ich habe ein paar Menschen in der Zeit verloren an handfeste Psychosen. Ja, so, lasst uns vielleicht noch mal zum Abschluss unseres Gesprächs auch auf die Gegenwart blicken. Aktuell ist ja, wir hatten es jetzt schon erwähnt, es geht nicht mehr um Corona. Corona ist out, Putin ist in, wenn man so will. Wir haben jetzt viele große Demonstrationen stattgefunden von Wagenknecht und Alice Schwarzer initiiert und ins Leben gerufen. Wie seht ihr da diese neue Friedensbewegung, die sich da gerade ergibt? Weil du warst ja auch der Querdenkenbewegung gegenüber sehr kritisch und vieles von dem, was du schon von Anfang an kritisiert hattest, hat sich dann zumindest auch, was den Corona-Ausschuss angeht, sich dann als wahr herausgestellt. Das muss man, glaube ich, auch mal so an der Stelle so klar betonen. Wie siehst du da jetzt diese nächste Friedensbewegung und auch die Person Wagenknecht Schwarzer, wie ordnest du das ein? Also vor Wagenknecht habe ich Hochachtung. Und ich halte sie auch für integer.
Was ich wiederum nicht verstehe, ist, warum, wenn in Deutschland eine neue Oppositionsbewegung sich gerade gründet, wir immer irgendwelche halbseidenen US-Amerikaner brauchen, die dann die Veranstaltung irgendwie prägen. Ja? Also bei Querdenken war es ja John F. Kennedy Jr., Robert F. Kennedy Jr., sorry, Robert F. Kennedy Jr., der dreimal den Award der Clinton Foundation bekommen hat oder auf seiner Webseite dann auch schon mal Personalized Vaccinomics beworben hat, was kaum einer weiß, und der auch am Anfang für den Lockdown war. Und wie ich weiß, auch im Clinch steht mit einigen Anti-Wax-Organisationen aus den USA und Kanada, die es wirklich ernst meinen. Ich sage nur Tod von Brandy Morgan. Und das andere, jetzt auf der Wagenknecht-Demo hatte den Eröffnungsvortrag der Herr Jeffrey Sachs, mit dem ich mich jetzt genauer beschäftige. Und das ist im Prinzip der Schocktherapist der 90er, der auch maßgeblich, wie man sagt, dazu beigetragen hat, den Aufstieg eines Herrn Putin überhaupt erst zu befördern, weil er 1991 bis 93 im Prinzip mit seinen Austerity-Measures, mit seiner Schockdoktrin Russland komplett in den Abgrund getrieben hat wirtschaftlich. Ja, da kann man jetzt sagen, okay, das lag daran, dass die USA nicht genug Geld reingebuttert haben, weil sie gar nicht helfen wollten beim Wiederaufbau des Landes und dass es nur daran lag, dass es gescheitert ist. Aber er hat im Prinzip den Grundstein gelegt dafür, dass die Oligarchenkaste sich in Russland gebildet hat, was wiederum den Putin begünstigt hat, der jetzt da mal sauber macht. Und Jeffrey Sachs als Eröffnungsredner von so einer Demo, der wurde 2011 bei Occupy Wall Street noch verjagt. Ja, weil der wirklich Blut an seinen Fingern hat. Er hat in Bolivien die Schockdoktrin durchgeführt. Das konnte nur mit blutiger Aufstandsbekämpfung überhaupt durchgeführt werden. Also der war ein härtester Neoliberalist, also ein mal marxistisch gesprochen ein Feind der Arbeiterklasse. Ja. Und ich frage mich dann manchmal, warum man das dann unbedingt braucht, wenn man eine neue Bewegung startet, dass man sich dann solche Leute als Aushängeschild macht und die Leute haben keinen Plan, wem sie dazu jubeln. Der Typ hat im Prinzip sich für chinesische Policies eingesetzt während der ganzen Corona-Zeit. Er hat sich für Impfung eingesetzt, dem seine Lancet Taskforce sagt, wir müssen im nächsten Pandemiefall die ganze Macht an die WHO abgeben. Das ist Jeffrey Sachs. Der tritt dann auf der Berliner Friedensdemo und alle jubeln ihm zu, haben keine Ahnung, was das eigentlich ist. Und da frage ich mich halt schon, also warum werden so eine Bewegung immer so schnell wieder gegatekeept? Warum braucht man das, sich so eine Personalien ins Boot zu holen? Ich unterstelle der Wagenknecht jetzt mal positiv, dass sie eine Personalie aus dem internationalen Bereich da sich ranziehen wollte, die man schlecht wegcanceln kann. Aber das sind... Also wie es medial gehandhabt wird, die Friedensbewegung ist ja klar, man möchte daraus Querdenken 2.0 machen. Und in meinen Augen gilt es jetzt für die Bewegung, aus den Erfahrungen der maßnahmenkritischen Bewegung zu lernen. Weil wir wurden ja im Prinzip die letzten 3 Jahre mit gewissen Mechanismen bekämpft, die sich jetzt fortsetzen werden. Das sieht man ja allein schon an der Weiterverwendung des Begriffes Schwurbler. Der Friedensschwurbler. Genau. Also es ist sozusagen ein Gefäß, soll einfach nur ins andere überführt werden. Ja? Das ist völlig klar. Und ich denke, dass die Chance darin besteht, dass die Friedensbewegung nochmal andere Gesellschaftssegmente mobilisiert. Ja, also ich denke jetzt an so Leute wie meine Mutter, die Corona nicht kapiert haben, aber jetzt Frieden, na klar, da war man schon immer dafür. Und die hat sich jetzt letztens zum ersten Mal anhören müssen, sie sei Putin-Schwurblerin, als sie irgendwo was für Frieden gesagt hat. Und da sehe ich das Potenzial, dass immer mehr Leute aus dieser Normopathie rausfallen, weil sie auch jetzt die Erfahrung machen, diskriminiert zu werden. Also sozusagen dieser Mainstream-Kuchen, der wird ja tendenziell immer kleiner. So, und da sehe ich, strategisch sehe ich da eine Chance drin, dass die sich auch ein Stück weit verrechnen könnten mit dieser ganzen Diffamiererei, weil bei jedem neuen Thema schon nochmal das sich ein bisschen anders sortiert. Die hätten gerne, dass die Friedensbewegung jetzt 1:1 die Querdenker sind. Ja? Aber es kommen halt nochmal neue Leute dazu, die es vorher nicht kapiert haben. Wie siehst du das, Tom? Strategisch, der Mainstream-Kuchen wird ja immer kleiner und zerbröselt womöglich am Ende. Ich hatte neulich bei Twitter auch mal geschrieben, dass es eben Medien gibt, freie Medien, neue, alternative Medien, unabhängige Medien und einen Propagandaapparat. Weil das, was wir sonst so sehen, ja, Spiegel und öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das ist halt im Prinzip eine Einheitsmeinung, die da präsentiert wird. Und wenn man sich da dagegen stellt, dann ist man raus, ja, egal welcher Blase man dann landet. Aber man ist entweder Friedensschwurbler, Lumpenpazifist oder Ratte. Ja, also da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, gerade neulich über diese Friedensbewegung. Aber was ich dabei entscheidend finde, ist eigentlich dann wieder auf den Mensch bezogen. Ich habe einen anderen Artikel geschrieben,
geschrieben, der hieß Reject Your Idols. Ja, das ist das alte Punk-Motto. Ne? Dann, also Kill Your Idols, Reject Your Idols und so. Und der Mensch hat offensichtlich ein Problem, der muss sich immer an der Führungsfigur orientieren. Also er sucht sich immer Vorbilder, Leitbilder, anstatt dass er selbst denkt und sich sein eigenes Vorbild ist. Ja? Natürlich habe ich auch, finde ich John Lennon toll oder irgendwelche Musiker, da lasse ich mich inspirieren, ja? Aber ich will nicht aussehen wie der, ich muss nicht er werden. Aber, und ich laufe ihm nicht blind hinterher, auch wenn er Fehler macht. Ja? Und das sieht man bei dieser Elon Musk-Geschichte, die Leute sehen offensichtlich, die seine Fans sind, dass er trotzdem Dinge macht wie einen mRNA-Drucker entwickeln mit dieser Gates-Firma, mhm. ne? dass er transhumanistische Projekte verfolgt mit Neuralink. Aber das wird dann alles schön geredet, das redet man sich schön, weil man die Ikone nicht vom Thron stoßen will, vom Podest, weil es ist Elon Musk. Ja? Ja, ja. Und wir müssen echt aufhören oder die Leute müssten sich bewusster werden, dass man aufhört, einzelne Personen als Ikone zu suchen. Ne? Jetzt in der Friedensbewegung hast du ja auch, gut, es muss jemand initiativ organisieren, ne? Eine Alice Schwarzer und eine Sarah Wagenknecht sind halt die, die das organisieren und dann natürlich mobilisieren. Aber am Ende läuft es wieder darauf hinaus, dass sich dann alles auf die Person fokussiert, statt auf das Sachthema. Dann geht es immer ad hominem und ad populus. Ja, aber das Sachthema ist schon wieder raus, weil wir Ikonen brauchen für alles. Und die Menschen müssten sich einfach mal selbst ermächtigen. Ja? Lasst euch von Leuten inspirieren, lasst euch motivieren für Dinge, aber danach seid euer eigenes Idol. Also sei du selbst, lebe nach deinen Vorstellungen, egal was andere sagen. Ja? Man sagt ja immer, unsere Gesellschaft ist ja so individualistisch. Jeder ist so individuell. Ja? Komischerweise haben alle die gleichen Sneakers an und sehen genau gleich aus. Also es ist wenig Individualismus zu erkennen. Trotzdem redet sich aber jeder ein, er sei individuell. Ne? Und macht Instagram-Fotos en masse, weil er sich so individuell findet. Also diese kognitive Dissonanz muss man mal auflösen und erkennen, dass man permanent nur einer Möhre hinterherläuft oder einem Idol und Ikonen, anstatt dass man sich selbst ermächtigt, einfach das zu tun, was man für richtig hält. Egal, was irgendjemand anderes sagt. Und das sehen wir auch in der Friedensbewegung, dass dann eben jetzt alle diesen Einzelpersonen nachlaufen, ja, oder dass die Einzelpersonen geframed werden und dann heißt ja, die Kommunistin, ja, und hier mit denen kann man gar nichts, das ist, die Friedensbewegung ist praktisch eben rechts oder was auch immer, was war das andere? Nationalistischer Pazifismus oder sowas habe ich irgendwo gelesen. Nationalpazifismus. Nationalpazifismus, da muss man erstmal auch drauf kommen, auf so ein Wort. Also Sie sind immerhin sehr kreativ da in der Marketingabteilung. Ja, noch nicht so, also wenn man Friedensschwurbler jetzt überführt hat, ich sehe da nicht so viel, recycelt ja auch einfach ziemlich viel die bereits etablierten Begriffe, nur wenn es zu beliebig wird, dann glauben die Leute es auch irgendwann nicht mehr, weil die haben ja, viele haben ja assoziiert, ach Schwurbler, das sind die mit Corona. Wie? Die jetzt für Frieden sind, sind jetzt auf einmal auch Schwurbler. Okay, wer denn alles noch? Ich komme nicht mehr mit. Also das kann auch kurze Beine haben, dass sie einfach mit ihren bereits geschaffenen diffamatorischen Begriffen immer weiterarbeiten wollen, weil es dann irgendwann einfach zu beliebig wird. Mhm. An dieser Stelle bedanke ich mich vielmals bei euch für das wirklich sehr spannende Gespräch. Wir hoffen wirklich, dass wir hier irgendwie gut durch diese Zeit kommen, aber wie Aya gesagt hat, vielleicht ist der Kuchen ja wirklich kurz davor zu zerbröseln. Wir beobachten auf jeden Fall weiterhin, was passiert und jetzt kann ich erstmal nur Danke an euch beide sagen und euch nur das Beste wünschen. Danke für die Einladung. Dankeschön. Liebe Community, auch euch vielen Dank, dass ihr heute hier wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat es mindestens genauso gut gefallen wie mir. Wenn dem so sein sollte, lasst mir gerne ein Abo da und auch einen Kommentar und teilt dieses Gespräch mit all euren Freunden da draußen. Bis zum nächsten Interview. Ciao.